Je sympathise avec vous, mes amis. Vive la liberté. Halt, stopp! Bevor jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, mir wieder vorzuwerfen, ich hätte überhaupt keine Ahnung von Politik, solltet ihr wissen, dass ich mich immerhin im Gegensatz zu denjenigen, die mir unterstellen, ich würde nichts von Politik verstehen, mich immerhin politisch überhaupt engagiere. Das finde ich immer relevant und daran sollte man letzten Endes auch gemessen werden. Jeder, der jetzt behauptet, ich hätte keine Ahnung von Politik, der sollte erstmal vor der eigenen Haustür kehren und gucken, ob er sich überhaupt politisch engagiert oder ob er nur auf YouTube, Facebook oder auf Twitter einfach nur irgendwelche Parolen in die Kommentare tippt und sich damit schon als politisch aktiver sieht. Das pisst mich persönlich in Deutschland an, dass jeder zwar eine Meinung hat, das finde ich vollkommen legitim, aber dann aber auch nicht den Mumm hat, dafür einzustehen, sondern letzten Endes einfach nur so plakativ das irgendwo dran zu wischen und dann zu denken, das sei politische Partizipation. Wenn man sich dann mal politisch partizipiert, sieht man sich dann zwangsläufig eigentlich immer der Kritik derer ausgesetzt, die überhaupt nichts von Politik verstehen oder sich überhaupt nicht mit Politik identifizieren können, weil sie ihnen gelinde gesagt am Arsch vorbeigeht. Und genau das habe ich gestern auch wieder erlebt. Ich habe die Nachrichten geguckt, ich war betroffen wie schon lange nicht mehr. Das ist ja natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis. Ich habe mein komplettes Abendprogramm über Bord geworfen, weil ich einfach nur dachte, ey, das geht ja mal gar nicht klar. Ja? Also ich kann da differenzieren und sagen, das ist jetzt wichtig. Das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil das natürlich auch Konsequenzen in Europa zur Folge haben wird. Das läuft ja jetzt gerade schon in den Nachrichten. Ich habe den Ton von meinem Fernseher ausgestellt, damit ich das nicht aufzeichne, was da noch parallel läuft. Aber ich gucke die ganze Zeit Nachrichten, weil ich einfach interessiert bin, was so in der Welt gerade passiert. Und das wird Folgen haben. Und das sollte man begreifen. Stattdessen lese ich gestern die ganze Nacht hier und da in den verschiedensten Gruppen, auch in einer Star Wars Gruppe, Kommentare wie: Boah, schon wieder Politik, ey, das interessiert mich gar nicht, ey. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich meine Hobbys ausleben und nicht in jedem RPG-Forum mit so einem Scheiß konfrontiert werden. Wow. Wer solche Kommentare von sich gibt, vor allem in einer Star Wars-Gruppe, der hat das komplette Franchise nicht verstanden. Und das kritisiere ich vor allem an Filmleuten, überhaupt auf Facebook und auf YouTube. Die kaufen sich die Filme, die gucken sich die Filme an, aber sie verstehen die Filme nicht. Sie wissen sie nicht wertzuschätzen, weil sie die Message hinter solchen Filmen nicht verstehen. Star Wars ist ein Paradebeispiel. Da habe ich gestern echt mich abgekotzt in dieser Gruppe, weil er einfach so ein Typ gesagt hat, hey, ich will meine Ruhe haben, ich will Star Wars. Alter, was seid ihr für Kackspasten, wenn ihr solche Comments von euch gebt, weißt du? Star Wars, das ist letzten Endes ja ein Filmfranchise, ja toll, schön ein paar Stunden am Fernseher hocken und dann schön Star Wars gucken, Popcorn fressen und Cola trinken, ja, das ist schön und gut, aber letzten Endes vermittelt Star Wars auch eine Message, eine Wertekultur, nämlich sich gegen etwas aufzulehnen, das so unsagbar böse ist, wie das Imperium beispielsweise. Und es erscheint mir selber lächerlich, euch jetzt Star Wars zu erklären, weil ihr die Filme ja gesehen habt. Aber augenscheinlich habt ihr sie nicht verstanden. Und da komme ich jetzt wieder ins Spiel, wo ich einfach nur sage, Filme, Politik, das geht irgendwie schon ein bisschen zusammen, wie Literatur und Politik. Das ist alles eine Art von Kultur, die wir gemeinsam leben können und die natürlich auch geprägt ist von unserer Wertekultur. Und letzten Endes ist es genau das, worauf ich hinaus will. Wertekulturen, die in der Kunst ausgelebt werden, müssen aber auch immer ein entsprechendes Gegenstück in der Realität haben. Das heißt, derjenige, der die Story von Star Wars gut findet, kann sich auf der anderen Seite aber nicht der Realität unnahbar fühlen und sagen, das interessiert mich einen Scheißdreck, ja? Das ist einfach nur sowas von verkehrt und falsch, da kommt mir echt die Galle hoch. Die denken sich wahrscheinlich alle, Hauptsache ich kann nach der Arbeit nach Hause gehen und meine Filme gucken oder Comics lesen oder Bücher lesen oder mich von den Dingen, die in der Welt passieren, abschirmen. Nein, kannst du nicht. Allen voran an diese Star Wars Idioten, die mir gestern echt den letzten Nerv geraubt haben, möchte ich doch eine Bitte entrichten. Und zwar, wenn ihr Star Wars schaut, ja, dann schaut nicht nur den Film, und um euch berauschen zu lassen, sondern versteht, was das Franchise euch übermitteln möchte an Werten, weil dann checkt ihr auch, weswegen gestern zum Glück der Großteil dieser Star Wars Nerds aus der Gruppe sich solidarisch mit Paris gezeigt haben, ja. Und zwar, es gibt eine Szene aus Star Wars Episode 1, die da wirklich exemplarisch für ist. Da sehen wir Boss Ness und Obi-Wan Kenobi in Gungan City. Und Obi-Wan sagt zu Boss Ness, der überhaupt nicht checkt, weil er ziemlich degeneriert ist, ihr und die Naboo bildet einen symbiotischen Kreis. Was dem einen zustößt, betrifft auch den anderen. Das muss euch klar sein. Und darauf will ich hinaus. Wer sich in der Realität nicht engagiert und sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen möchte, der braucht sich am Ende auch gar nicht wundern, wenn solche Anschläge auch in Deutschland passieren. Und da sind es dann solche Idioten wie ihr, die dann den Finger hebt und sagt, das sind die Flüchtlinge gewesen. Böse! Böse! Und da sag ich dann einfach nur, wer keine Ahnung hat,
einfach mal Fresse halten. Weil die Flüchtlinge, die zu uns kommen, das sind nicht alles potenzielle Islamisten, Dschihadisten oder ISIS-Kämpfer, sondern die fliehen zum Teil, zum Großteil sogar, vor genau dem Terror, der heute bzw. gestern Abend Paris heimgesucht hat. Und die sollen auf einmal dafür verantwortlich sein? Nein, das ist sowas von falsch, das ist schon fast wieder verbrecherisch, sowas überhaupt von sich zu geben. Natürlich besteht die Gefahr, dass entsprechende Attentäter über die grünen Grenzen auch in den Flüchtlingsströmen zu uns nach Europa strömen. Das liegt ja irgendwie auch auf der Hand und ist ja auch berechtigt, diese Angst zu haben. Aber dann zu pauschalisieren gegen alle Flüchtlinge ist mehr als verwerflich. So, und ich hoffe, ich habe es jetzt in diesem Video irgendwie hinbekommen können, Film und Realität etwas zu vereinen und doch nicht als politisch total idiotiebehaftet darüber zu kommen, weil ich mir echt Mühe gegeben habe, weil ich einfach sonst noch, wenn ich mir nicht Mühe gegeben hätte, noch wirklich weitaus ausfallender geworden wäre, weil das, was ich da teilweise auf Facebook wieder lese, ist einfach nur wirklich eines, und zwar zum Kotzen.